Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu A Very Bad Grund, dem TR-Meeting. Kann ich die Tasse mitnehmen? Ja! Secret. Das ist ein Secret, ernsthaft? Aber finde ich mega cool, dass hier dieses so ein Foto ist von allen Leuten, die bei so einem TR-Meeting dabei waren. Das finde ich ja mal mega nice. Das finde ich echt cool. Ich kenne niemanden davon natürlich, ne? Aber ich finde das schön. Ich finde das mega schön. Und es ist nur ein Secret. Ja, Secret Number 2 gefunden, ne? Oh, die Mülltonne hier. Kann ich hier mit dem Auto reinfahren und die Mülltonne kaputt machen? Aber es ist ja eh nur ein Secret, von daher, glaube ich nicht, dass es wichtig ist. Kriege ich was extra, wenn ich alle Secrets habe? Karawan-Kick klingt auch so schlimm, komisch. Genau, Mascha ist Eli. Ach, siehst du mal, Mascha hat so ein Kuscheltier quasi. Und das gehört hier einfach, ist einfach nur eine Meeting Cup. Ist cool. Das finde ich nice. Okay. Nein, aber du bist hier so hell und auffällig, du musst es sein. Ey, komm schon. Ich habe eine Brechstange, ich will sie dir reinstecken. Das klingt falsch. Hallo. Warum geht das denn nicht? Ich war so stolz, im letzten Part das hier gefunden zu haben und dachte schon, hier geht's weiter. Und dann ist hier einfach nur so ein Secret-Gedöns. Ist doch doof. Wobei ich aber sowieso auch mit dem Auto, denke ich mal, nicht hier rauffahren könnte. Würde mich wundern, wenn. Also die Mülltonne kann ich dann so oder so nicht zerstören. Aber das hier ist so verdammt auffällig. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ich habe doch eine Brechstange. Nein. Doch, habe ich. Aber sie will sie nicht benutzen. Warum? Wofür kann dann die Brechstange sein? Denken wir mal logisch. Hier vielleicht noch. Die Tür sieht auch so komisch aus. Aber sie ist, glaube ich, nur aufgemalt. Ja doch, es ist keine richtige Tür. Sie tut nur so. Sie wäre gerne eine Tür. Kann ich die Mülltonne aufbrechen? Just for the lols. Nein, kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Kann ich sie jetzt? Nein. Hier unten kann ich garantiert auch nichts damit aufbrechen. Warte. Obwohl, nee, dafür müsste das Gitter hier aufgehen, dass ich in den anderen Kellerraum komme. Liegt hier sonst noch was? Nein. Schön, ich kann hochklettern und werde sofort wieder runtergeschubst von den unsichtbaren Wänden der Unantastbarkeit. Wo sind die restlichen Zahlen? Wo kann ich mit der Brechstange hin? Warum kann ich den Schlüssel nicht verwenden? Alles so Fragen, die ich mir hier stelle. Kann ich hier jetzt was machen? Brauchte ich die Brechstange dafür, um den Grill anzuschmeißen? Nee, hätte mich auch gewundert, wenn. Ich glaube, ich muss den echt nur später anzünden. Deswegen ist eine weitere Frage, wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Lalalala. Hier, Brechstange. Hier, wir spielen Stöckchen werfen. Hol die Brechstange. Na komm, hol. Vielleicht bewacht der ja sogar die Fackel, könnte ich mir vorstellen. Weil, ne, Hund und Stöckchen, ne, das könnte sogar passen. Dann bräuchte ich aber einen Knochen oder so. Um dich dann abzulenken. Ja, Schön, ich kann mich festhalten, aber nicht hochziehen. Das andere TR-Meeting Lost in Sand war nicht so schwierig. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur blind. Oder ich muss noch mehr mit dem Auto kaputt fahren, obwohl ich glaube, ich habe wirklich alles zerstört, was es hier nur gab, zum Zerstören. Vor allem, weil jetzt das Brett auf dieser 108 liegt. Von daher ist das vielleicht nicht mehr von Bedeutung jetzt. Ich weiß es aber nicht. Ich freue mich echt, die Brechstange zu haben, aber ich kann sie nur nirgendwo benutzen. Hier, die Eingangstür. Wie sieht's damit aus? Die habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Nein, kann ich auch nicht machen. Muss ich die Kippendinger hier abmontieren? Nein, hätte mich auch gewundert, aber es wäre ja möglich.
Und wie kann ich die Eule loswerden? Das regt mich so auf, dieses Federvieh. Muss ich die überhaupt vertreiben? Warte mal. Scheiße. Ich glaube doch. Weil von hier aus kann ich da ja nicht, oder? Nee, da komme ich nur höchstens bis zur Eule, aber nicht dran vorbei. Ach Mann, warum ist das denn hier alles so? Ist doch doof. Will doch keiner. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, also entweder durch die Büsche hier noch zu springen, das könnte ich auch versuchen, was aber, glaube ich, nicht viel nützen wird. Ist hier auch extrem im Weg. Ich könnte natürlich noch versuchen, wirklich dann nochmal den Schlüssel zu benutzen, aber ich meine, hier sowieso pralle ich von ab. Wenn überhaupt, müsste ich so ganz komisch über Kreuz oder über Eck springen, so irgendwie. Mit einem Anlauf hier so. Ich kann mich ja auch sonst nicht einfach rumhangeln, aber man muss die Eule doch loswerden. Ich drehe gleich durch. Das gibt's doch nicht. Nein, das klappt nicht. Entschuldigung, ich habe vergessen, das Dings rauszuhängen. Ich komme gleich. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Also ich kann jetzt wirklich nur noch eigentlich versuchen, nochmal den Schlüssel zu verwenden. Das kann ich eben natürlich noch machen. Aber wenn das wieder nicht funktioniert, dann werde ich wirklich nachgucken müssen. Oder da vorne könnte... Obwohl, da war ich ja eigentlich. Oder kann ich hier einfach was aufbrechen? Das kann auch sein. Nee. Wäre ja auch komisch. Warum ist hier dann ein Schlüsselloch, wenn aber... Ne? Das macht ja keinen Sinn. Bitte, Lara, benutze es doch einfach. Warum willst du es nicht benutzen? Oder warte mal. Manchmal ist es doch so, dass ich es wirklich auswählen muss. Hier. No. Aber sie sagt no. Komisch. Ich verstehe es wirklich nicht. Wow. Das war so nicht geplant. Wie gesagt, der Balkon da ist ja auch noch da, aber da braucht es einen grauen Schlüssel. Wenn der Rot nicht mal bei Rot passt, wird... Was war das? Obwohl, stimmt, da hinten könnte ich vielleicht wirklich nur hin, wenn ich von... Obwohl, das glaube ich nicht. Gibt es da überhaupt einen Balkon auf der Seite? Nee, eben. Deswegen, da würde es mir auch nichts bringen, da auf die Ecke überhaupt zu können. Es sei denn, da ist noch irgendwas, aber das glaube ich nicht. Deswegen, dass ich das bisher nicht geschafft habe, wenn es überhaupt möglich ist, weiß ich ja nicht. Das ist, denke ich mal, nicht so wirklich das Problem. Ich glaube, ich lade gleich echt einfach nur. Das ist ja albern. Aua. Ja gut, Leute, ich habe keinen Plan. Wir haben jetzt einen kleinen süßen Mini-Part wieder. Wir sind fast tot, wir haben keinen Plan, wir haben aber immerhin zwei Zahlen. Einen Schlüssel abgesehen vom Autoschlüssel und die Brechstange gefunden und sogar zwei Secrets und wir haben Muni gefunden, nur keine Waffe. Deswegen, das ist total super. Und wir haben 12 Fackeln gefunden, mit denen wir auch nichts anfangen können. Ich meine, ich könnte nochmal alles Mögliche ablaufen mit Fackel, falls dann irgendwas auftaucht, aber das wäre ja auch mal mega... also, nee. Ich glaube nicht, dass das das Rätsels Lösung ist. Oder liegt hier noch was? Liegt hier noch die Fackel zusätzlich? Nee. Das wäre jetzt sonst echt krass gewesen. Nee, also ich weiß es nicht. Deswegen werde ich den Part jetzt hier beenden. Und, ja. Dann hoffe ich mal, dass ich eine Lösung finde zu dem Spiel. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!